Moin Leute und mal wieder willkommen zu das Feuer mit PMD begrüßen, ja. Als Pokémon Renegade Play Nuzlocke Challenge. Letztes Mal haben wir die gute Gardena, heißt sie auf Englisch, auf Deutsch ist sie Silvana, verprügelt. War, ja, also, sag mal so, Spell hat Flammenwurf gelernt, von dem her ging es eigentlich recht gut so. Jo, und ich überlege gerade, haben wir schon mit dem, die ganze Zeit angefangen, mit dem Galaktik-Gebäude? Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, nichts, was so schneller kann aktuell. Vorher sollen wir mal gucken, ob wir irgendwas so schneller beibringen können. Damit wir hier auch rein können. Und die drei können es lernen. Ich glaube, Hasenquelle ist wahrscheinlich so das, wo ich es am ehesten beibringen würde. Tippe ich jetzt auch mal drauf. Ah, die T-Space brauchen wir jetzt halt nicht so oft, ne? Bei Rocks würde ich jetzt natürlich anders entscheiden, aber T-Space brauchen wir nicht so oft, deswegen. Das passt schon. So, dann haben wir mehr rein. Ich glaube, vor dem Arena-Kampf waren noch keine Bäume, oder? Dann kann man sich auch noch die TM holen, die da normalerweise hinten liegt. Oder? Also, die haben wir auch, glaube ich, schon, oder? Ja, da hinten liegt nichts mehr. Jo. Und ist ja eben erst aufgefallen, dass ich bisher keinen Ingame-Sound aufgenommen habe. Jetzt müssen wir den Ingame-Sound wieder hören. So muss das. Jo. Wieso haben wir hier schon angefangen? Sieht so aus. Ja, das war der falsche Weg, okay. Einmal um die ganzen Wege abzugehen. Also die ganzen falschen Wege, jetzt mal in Anführungsstrichen, soll ich eigentlich schon abgegangen sein, soweit ich weiß. Hier, den haben wir auch schon besiegt. Haben wir schon gekämpft? Wir sehen mal an diesen Schildern da oben, welcher Weg der richtige ist und welcher der falsche ist. Folglich gehe ich ja immer mal da hoch, wo falsch ist. Aber nur um zu wissen, ob ich da schon gekämpft habe. Hier habe ich auch schon gekämpft. Ich habe übrigens ja echt Schiss vor der Alt mit dem Skuntank, ne? Weil sagen wir mal, was muss. Oh, kann man da Metang reinwerfen? Ich überlege gerade. Erstmal. Alles ist der falsche. Ich heiße, wir müssen erstmal hier hin. Und den haben wir nicht gekämpft. Und ich dachte, es war dumm, dass ich noch Nidorina vorne gelassen habe, weil er hat, glaube ich, ein Kadabra. Also mit dem normalen Place war er, glaube ich, ein Kadabra. Ja, ein Kadabra. Wir wissen alle, Kadabra so früh ist, dann ist er eigentlich immer gefährlich, außer es ist Level 20. What the fuck? Warum ist er nur Level 20? Aber sag mal so, wir wissen alle, wie Kadabra reinhauen kann. Vor allem, wir haben Spezialangriffsboost, aber wir sind halt schon noch am Flammenwurf. This one go unpunished. Ja, okay. Wie willst du mich jetzt bestrafen, dass ich das jetzt gemacht habe? Sorry, Bruder. So, hier haben wir eine blaue Scherbe. Ist das auf Deutsch Indigo-Stück oder so? Und ein Beleber. Okay, ja, den können wir ja verkaufen. Darum sehen wir schon die Ische mit ihrem Skuntank. Also, jetzt noch nicht mit Skuntank. Also, man sieht gerade noch nicht ihr Skuntank, aber man weiß jetzt, wie ein Skuntank hat, so rum. So, also fängt ja mit Zubat an, ne? Wie war es bei der alten da auf dem am Windkraftwerk? Wir hatten, wie hing das bei der zusammen? So. Mit dem Monster, diese normalerweise hatten, mit denen diese jetzt hier dabei hatte. Ich fange einfach mal mit McKnight an, weil der einfach mit Rohr hat. Heißt, egal was anfängt, kriege ich erstmal einen Angriffsdrop. Gucken wir erstmal auf das Item da drüben. Ein Upgrade brauche ich hier eh nicht. So. Did you want something? Ja, okay. Let's go. Das waren die High-Quality-Gespräche hier. So. Okay, sie hat die gleichen Mons wie sonst auch. Aber sie ist ja sauniedrig gelevelt. Was ist denn da los? Also, ich bin ja auf dem Level für einen Arena-Leiter gewesen hier, ne? Level 9, 28, 29, 30 war die ja, die Arena-Leiterin. Jetzt haben die mit Level 23 Skuntank. Was ist denn da passiert? Also ich beschwere mich jetzt nicht, weil dieses Skuntank ist im normalen Playthrough schon übelst eklig. Und selbst jetzt wirst du wahrscheinlich noch so viel damit drücken. Oh, nicht mal so viel, okay. Hätte jetzt mehr erwartet, so. Ja, sorry, dass der Kampf jetzt hier ein bisschen unspektakulär geworden ist, aber. What the fuck?
Und Nachthieb. Geht immer noch nicht. Und Aerio Ass oder jetzt Kinn, oder? Wenn ich mich ja nicht verschaut habe. Jo. Das war ein recht langweiliger Bosskampf. Aber es tut mir leid, dass jetzt, dass der Bosskampf hier gerade echt nicht so schwierig war, aber was war denn das gerade auch? Ich hätte jetzt gerade mega Schiss vor dem Zuntank. Aber dann kommt hier so mit Level 23, während wir schon Level 30 geknackt haben. Naja, ja, Story. Story können wir in einem einzelnen Play. Ich habe ja immer vor, auch normal Platin immer mal zu Let's Playen, so ist nicht. Aber, ja, ich glaube, Story müssen wir jetzt in einer Nuzlocke, vor allem in einem, bei einer Randomizer Nuz. Bei einer Hack Nuzlocke, so rum. Jetzt nicht unbedingt durchgehen. Sehe ich jetzt einfach nicht so, dass man das machen sollte. So, wir werden es wieder freischneiden hier. Und dann sollten wir jetzt auch uns ein Fahrrad gönnen können. Hier, erstmal Fahrrad gönnen. Oh, kommen wir erstmal Cynthia an. Und wait, die bringen ja ein Ei mit, ne? Oh ja, ja, wo ist der Kämpfer hier? Okay, aber das Ei will ich trotzdem mitnehmen. Einfach nur, weil es ein zusätzlicher Encounter ist. Müssen wir ja dann am Ende hochtrainieren oder so. Aber vielleicht mache ich es auch so, dass ich das, da ich das Ei dann gleich mal, ausbrüten gehe kurz und da einen kleinen Cut setze. Dann werde ich mal gucken, ob vielleicht irgendwas Spezielles ist, ob da einfach das Standard-Toggebiet drin ist. Jo. Das Pokémon Ei nehmen wir an. Beim Schuffet, die Pokémon und so weiter. Mir da, glaube ich, kein Flammkörper-Pokémon. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt ein bisschen rumcruisen. Wenn ich dann Katze esse, dann sehen wir gleich wahrscheinlich, welches Mon das so rausschlüpfen wird. Bis gleich. War etwas schwer auf Aufnahme gedrückt und war ja am Speeden, deswegen ist das Ding halt direkt geschlüpft. Sorry. Auf jeden Fall, wir haben ein Togepi. Und da wir ja alles hier nach Essen benannt haben, machen wir einfach mal aus dem Togepi ein Spiegelei. Hochkreativ, ich weiß. Wollen wir uns gleich mal angucken, den Jungen. Level 1 logischerweise. Ruhig. Ist eigentlich ganz gut so für ein Togepi, würde ich sagen. Hassel. Ich hätte lieber innere Kraft gehabt. Und wir haben die besten Moves aller Zeiten. Vielleicht hat er schon einen Feentyp? Ja, dann nicht. Weil Sache ist ja, im Hack wurden ja auch Feenattacken und so hinzugefügt, deswegen ist die Frage auch berechtigt. Und ja. Jetzt packen wir erstmal Togepi auf die Box und holen die Dorina wieder rein. Damit könnten wir gleich eigentlich uns ein Fahrrad gönnen und den. Und den Dinger runterfahren, den Hartweg. So. Das hier. Da ist er. Jo. Verschluckt. Corona kickt. Jo. Bicycle haben wir erhalten. Ja. Sieht man. Übrigens mal kleine Sache nebenbei, es gab ein bisschen, also zur UDT, weil, ja, Team ist halt schon im Kasten, deswegen kann ich es halt nicht sagen. Und zwar ist die Sache, dass es während der Aufnahme von dem Kampf Richtung Ende, wait, wir haben ja schon Rad, ich bin ein Idiot, ich habe ja auch schon mit dem Rad ausgebrütet. Ne, während der Aufnahme gab's ein bisschen Probleme Richtung Ende. Dass mir dann mit dem PC ein bisschen abgeschmiert ist. Und ja. Letzten paar Minuten vom Kampf sind halt nicht gespeichert und dadurch, dass mit dem PC eben abgeschmiert ist, ist eben auch das Serverprogramm abgeschmiert, über das wir eben diese 60 Minuten Kämpfe machen. Und so habe ich dann, so ist dann am Ende vom Kampf kein, ist dann der Ende vom Kampf unkommentiert.
Gegen Pock. Also, ich hoffe, es stört es nicht zu arg. Aber eben, es ist so. So, wir haben XP-Share und ich habe jetzt vergessen, meine Mons zu heilen. Auf jeden Fall, dass ihr euch nicht wundert, warum da was abgeschnitten ist Richtung Ende vom Kampf. Weil es der Kampf einfach so ausgeht. Wir haben das alles besprochen, auch mit Seebox, also Ligaleiter und so. War schon alles. Ich werde es spätestens Teambuilding nächste Woche dann gegen Belly dann drüber reden, wie es ist. Weil ich will jetzt noch nicht spoilern. Und so. Auf jeden Fall ein insane Match so. Ich glaube, es ist nicht so großer Spoiler so. Ist ja immer ein UDT. UDT ist immer insane. Aber jetzt wieder zurück zu Pokémon Renegade Platinum. Und zwar gehen wir jetzt hier auf den Radweg. Und der Radweg ist dafür bekannt, dass er immer ewig lang dauert. Vor allem, weil immer die ganzen ganzen Fahrradfahrer mit ihren Magnetilos und sowas kommen. Die ein bisschen nervig sind so. Deswegen mal gucken, wie es so abläuft hier. Ja, PJab Go. Flink glaube ich triggert. Ich glaube, wir wären auch so schnell gewesen. Nidorina ist jetzt nicht so langsam. Ich habe letztens geschaut, auf welchem Level ich Nidorina weiterentwickeln wollte. Ich habe es wieder vergessen. Es soll nach einem Move bleiben, bevor ich es entwickle. Und bei dem Move werde ich dann wahrscheinlich auch wissen, welcher das ist. War es irgendein Move, den es als Nidoqueen lernt dann? Jedenfalls, das nächste Mal, was ich entwickle, soll dann Staraptor sein, Charabia auf Level 32, weil wir ja schon auf Level 31. Na, dass wir zwei in Arena Staraptor haben, ist schon geil so, ne? Machen wir mal. Aber jetzt haben wir hier die Monster alle etwas unter dem Level, oder etwas sehr unter dem Level. Wahrscheinlich hier jetzt auch wegen, weil wir schon als Helden hin können, weil wir es von Anfang an hatten. Wir hätten ja theoretisch von Anfang an schon rum bis Herzhofen ziehen können, also nach Scheide und sowas. Aber ich werde wenigstens einigermaßen der normalen Storyline der Spiele folgen und jetzt nicht alles schon erkunden, bevor wir überhaupt hin können. Aber jetzt mal wisst, können wir auch schon. Also, ich glaube, in der Folge können wir noch zwei Encounter holen, oder? Einmal hier die Route drunter und dann noch die bizarre Höhle oben. Und ich würde schon sagen, kann man sich schon gönnen, so. Also, prüfen wir jetzt hier ein bisschen ganzen Fahrradfahrer weg. Die sollen eh nicht draußen sein bei Corona und sowas. Ich darf das schon, ich bin. Cool. Well. Lass dich immer lügen. Jo, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir in der bizarren Höhle einen Kauernlad bekommen. Wäre cool so. Aber wenn es natürlich ein bisschen langweilig wäre, weil das haben wir halt so in jedem Playthrough geführt. In jedem Pokémon-Platin-Playthrough. Aber Knackrad ist cool. Ich bin sehr großer Knackrad-Fan. Knackrad-Fan. Ja, genau das. Ein sehr großer Knackrad-Fan. So und nicht anders. Ja, die haben ja, ich sage eigentlich alle jemand, die Tilo war. Das haben die jetzt halt Staralili und sowas. Lol. War anders gedacht, aber okay, nehme ich. So, mit Gift-Tip gehen wir hier gerade rum drüber. Wir sind, ich habe ja mitbekommen, dass Hasenkeul schon auf Level 9, auf Level 30 gegangen ist. Nice. Oder habe ich es mitbekommen? Ich überlege gerade. Und mich einmal wieder Braindead des Jahrtausends. Wahrscheinlich zweiteres. Kennt man ja nicht anders. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in 2 Minuten gesagt. Kennt man ja nicht, kann man ja nicht. Ich kann nicht mehr reden. Penis. Ja. Und wie bringt ihr eure Quarantäne gerade so rum? Also, bei mir ist es aktuell so. Ich darf aktuell noch halbtags arbeiten gehen. Diese Woche von dieser Woche von 5 bis von 12 bis 17 Uhr, nächste Woche von 7 bis 12 Uhr, weil ich wenigstens noch ein bisschen mein Geld verdienen kann. So, aber das schon mal mit Dad ist so, dass der jetzt absolut gar nicht mehr schaffen gehen darf, was irgendwie schon nicht so ist. Also könnt ihr mal unten einen Kommentar schreiben, wie geht bei euch der Quarantäne so ab? Müsst ihr daheim bleiben? Dürft ihr noch arbeiten gehen? Weil sie müssen noch arbeiten gehen. Würde mich mal interessieren. Ein Star, wie er wagt es tatsächlich, meinen Gift-Tipp zu überleben.
um ja noch eine Nutzer-Aktion reinzudrücken. Was ist denn hier los? Wie Tante Marianne jetzt sagen würde. Und ich sage ja eher, was, wie sieht's denn hier aus? Easy geflincht. Den leben wir, oder? Okay, ja. Ich dachte gerade kurz. Ich war gerade kurz etwas verunsichert. Ja, Level 31. Heißt, wir können jetzt mal wieder Hasenkörner ein bisschen nach hinten packen. So low, wie es jetzt ist, wollte ich es eigentlich vorne behalten. So, darf das Ziel mal wieder kämpfen, was hier bei den ganzen Star-Lilis und Staravias ein bisschen schwierig werden können. Na, aber egal, wie der Wendler sagen würde. Egal. Ich mochte dich schon beim Hallo oder so weiter. Wendler-Texte überragend, Leute. Wendler-Texte so achtfach Goethe gefühlt. Minimum. Ist stark so. Also wenn man so Goethe, Kollega, wobei Kollega mit meinem Text nicht mehr so unfassbar ist, aber weil es ein bekanntes Beispiel ist, was mir jetzt eingefallen ist, wenn mal Goethe, Kolle und Merkel. Leute, Merkel. Die kann's. Ne, ja, die packen wir mal zusammen. Und dann haben wir so das Textniveau, was die Texte vom Wendler achtelt. Weil so ein Achtel von Wendlers Textniveau, also. Ist überragend, was der Wendler so an Texten hat. Müsst ihr euch mal anhören. Das ist insane. Weil man entwickelt sich eigentlich mit Lithie. Will ich auch um Level 32 oder so? Wait, sind wir gerade minus Schwestertag gegangen? Oder sieht das nur so aus? Also sind wir nicht gerade mitbehindert oder wir haben gerade minus einen Spezialangriff bekommen? So, what the fuck? Aber ich glaube jetzt eher mal, dass ich einfach mit behindert bin, aber es sah gerade so für mich so aus, als hätten wir gerade minus einen Spezialangriff bekommen. Jetzt sind alle, die sich gerade schauen, vom Bildschirm nennen sich so. Warum schaue ich das überhaupt? Warum ist dieser Typ so unfassbar behindert? Dann denke ich mir nur so, hi. Ja. Du denkst so, der Level 36 in der Entwicklung drin, as far as I know. Ja. Freue mich auch, wenn wir einen Glurak haben. Aber wir sind ein Starter dabei. Nachdem uns da glaubt, wie viele sind schon weggenippelt, wie viele Starter? Also, Panflam ist weg. Shigibisasam sind beide weg. Hydropie ist weg. Ich gehe kurz heilen. Hier. Hier waren wir ja schon mal am Ärzteling, wo wir die Nastok restarten mussten. Perfekt. Boah, was soll ich jetzt sagen? Ja, auf jeden Fall die Stadien, die uns weggenippelt sind. Vor allem mit diesem Funpi da unten. Das Funpi war ganz schlimm. Das waren Panpyro, das waren Hydropi, das war Bisasam, das war Shigi. Noch was? Weil ich glaube, haben wir nie rausgezogen. Glaube ich zumindest, wie gesagt. Ich vermute es. Ich glaube, es ist ja wieder so übermäßiges Wort, so. Oh. Wait, wie lange nehme ich jetzt auf? Ich glaube, vor dem Cut waren wir bei knapp 7 Minuten, jetzt war bei 11 Minuten. Ich würde jetzt noch gerne einen Encounter hier mitnehmen. Problem ist, ich glaube, wir kommen halt ohne Schutz nicht an dem Wanderer unten vorbei. Aber wir sind gerade auch ohne Schutz durch, so durchgekommen, von dem her. Easy. Alter, wir kommen da unten nicht an dem Wanderer vorbei. Also nicht an dem hier, an dem anderen, auf der anderen Seite, hier. Okay, Encounter für Route 6. Tubes, den Jungen hatten wir schon. Betonung auf hatten. Aus absoluter Dummheit damals gedroppt. Da ist ein Item. Item.
Auf der einen Seite ist das sehr cool. Auf der anderen Seite denke ich mir halt nur so, warum? Bitte nicht killen, bitte nicht killen, bitte nicht killen, bitte nicht killen, bitte, bitte, bitte. In der Familie des Pokémons wird genug KP haben, oder? Ja, okay. Aber es ist mal was wir noch nicht haben. Und dann nehme ich natürlich auch mit. Muss. So. Pokéball, go. Bleib mal bitte drin. It tried to break free. It want to break free. Gehen wir mal auf Netz 2, let's go. Aber nur weil ich keinen Bock habe, jetzt hier ewig lang zu warten auf den. 2. Mann! Doofkopf. Das dauert sich noch ewig, bis wir das Ding gefangen haben, oder was? Mal schauen, ob ich da irgendwas anderes da reinholen kann, dass sie noch ein bisschen weaken können. Zwiebel will ich da nicht reinwerfen. Können in Frischkäse gehen und einmal pursuiten. Ich weiß nicht, ob es das Ding killt, aber ich muss den auch ein bisschen schwächen. Oder auch nicht, das haben wir jetzt, lassen wir jetzt erstmal. Oder es ist Nacht, das Ball, go. Kriketune wurde gefangen. Das Mal mit dem geilsten Ruf überhaupt. Neben Rosanna. Rosanna hat auch einen geilen Ruf, aber ich hasse Rosanna, deswegen egal. Jo, wie nennen wir Kriketune? Ich würde es eigentlich jetzt gerne Wendler nennen, ne? Ach, ich nenne ihn auch Wendler. Muss. Egal. So. Haben wir so viel mit Wendler geredet in der Folge. 2 Minuten vielleicht Maximum, aber das war viel. Super Repair, ja, dann können wir halt mal reinhauen. Dass wir jetzt nicht jetzt angesprungen werden von wegen Pokémon. Oder mir noch normale Repels. Bitte lass mich vorbei. Ehre. Weil dann können wir hier noch rein. So. Jetzt mit keinem Blitz auf der Seite. So, wir haben jetzt den Schutz jetzt noch drin. Weil ich ja Erdbeben holen würde hinten. Ist hier nicht mal so noch ein verstecktes Item oder so? Ah, ja. So ein paar versteckte Item-Spots kenne ich noch recht gut hier. So. Jetzt. 2, 3. Ich hab's verrafft. Ich hab's verrafft. Soll jetzt lustig werden. Okay, wir haben aber immerhin das Item hier noch mitnehmen können. So. Okay. Das ist eine BMX-Höhle hier unten und holy shit. Nehmen wir schon ja die ganzen Items mit, würde ich schon sagen, so. So, eine Griffklaue für unsere Greifattacken, die wir glaube nicht haben. Ja. Nimm meinen Schutz weg. Wie viele Super Repels haben wir? Haben wir jetzt einen oder wie viel haben wir? Ein. Okay, ich muss jetzt nicht für die Items. Ich renne jetzt einmal, ich probiere jetzt einmal durchzukommen. Okay, ich habe ihn schon, dann war First Try geschafft, easy. So, und jetzt haben wir hier, Leute, Erdbeben. Und zwar in diesem Hack, wie wir schon gesehen haben, 99 Mal. Das wir jetzt erstmal allem. Was? Game, why you do this? Why you do this? Da ist ich habe jetzt hier 100 Mal Erdbeben. Wie ist 99 Mal? Why you do this to me? Please. Okay, da komme ich eh nicht rum. Hier lang. Oh, das war jetzt dumm. So, ein Sonderbonbon wenigstens noch, aber warum Erdbeben nur einmal? Please. Was tut man nicht?
Komm mal, komm mal, komm mal. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja! Ja. Komm mal, und du hängst so pennt. Nächste McNugget. Aus dem simplen Grund, dass McNugget eine Droh hat. Und auch nicht, weil ich es nur wieder vergessen, dass sie einen Reckless hat. Und das war gerade eine Drachenmut. Nicht killen, bitte nicht killen. Ich hätte Forget-Tick drücken sollen. McNugget! So, und das war's jetzt mit Kaumalat. Toll. Kannst du dich nicht aus dem Team werfen, McNugget. Kannst sehr froh sein. Kannst äußerst froh sein. Mann, Kaumalat wäre so cool gewesen. Aber dann war es mit der heutigen Folge von Pokémon Renegade Plan im Nuzlocke. Hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Mal haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr mit den Encountern. Die waren jetzt beide nicht so. Also, der erste war. Also, ich sag mal so, ich habe jetzt nicht zu Surprise. Aber der ist halt kacke. Außer ich muss mal gucken, ob der vielleicht irgendwelche Buffs oder so bekommen hat. Und Kaumalat war ja ein bisschen RIP so, ne? Aber ich will auf jeden Fall sagen, das war es dann mit Pokémon Renegade Plan im Nuzlocke Challenge für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Falls es euch sehr gefallen hat, lasst ein Abo da. Falls nicht, dann nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.